Hallo alle miteinander, wir sind zurück bei The Binding of Isaac und ich würde sagen, wir spielen mit einem zufälligen Charakter und gehen einfach mal ins Spiel. Alter, meine Stimme hört sich noch ein bisschen gelitten an, aber das ist natürlich gar kein Problem. Ich glaube, sie ist auch ein bisschen tief und sexy. Wir spielen mit Samson und mit Missing No. Das bedeutet, auf jeder fucking Ebene werden meine Items gewürfelt. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, ob mir das gefallen soll, aber ja, es ist, wie es ist, würde ich sagen. Ne? Dann und das erste Item ist Polyphemus und wir können einfach... Leute, oh Mann, oh, ich möchte kein Missing No, ich möchte das einfach, dass es so bleibt, wie es ist. Ich möchte einfach, dass wir jetzt einfach so spielen können, ohne Missing No. Ja, und ich treffe die Gegner nicht so gut. Ey, meine Stimme hört sich echt noch ein bisschen gedamaged an, oder? Also es ist ziemlich, also ich habe gerade das Gefühl, dass sie sich sehr komisch anhört, aber naja, ich bin gerade aufgestanden. Es ist, ich glaube, 23:45 oder so. Ja, ich habe heute mal relativ lange geschlafen, könnte man meinen, aber ich habe bis 6.30 Uhr mit May WoW gespielt, ja. WoW ist draußen, Leute. Ich bin wieder ein bisschen süchtig, muss ich ehrlich gestehen. Und ich bin aber auch stolz drauf. Ich bin wirklich stolz drauf, weil es macht einfach verdammt nochmal wirklich viel Spaß. Und das gönne ich mir einfach. Wisst ihr? Kein schlechtes Gewissen, kein, oh nein, ich sollte nicht so viel spielen, bla bla. Ich bin einfach glücklich. Ich bin einfach glücklich, dass ich da Spaß habe zu spielen. Ich bin glücklich, dass ich spielen kann. Ich bin glücklich, dass ich auch dieses Video machen kann. Und ich bin glücklich, dass, keine Ahnung, ich bin ein glücklicher Mensch, okay? Mehr wollte ich euch gar nicht sagen. Ihr müsst ja nicht immer direkt so, etepetete sein. Nein, natürlich nicht, ich würde ganz gerne, also eine Bombe an der Stelle wäre schon ein bisschen nice, aber ich glaube, das kann ich mir leider nicht erfüllen. Ich könnte in den Shop gehen, aber ich habe nur einen Schlüssel und ich habe nur 4 Münzen, also ja, was soll ich machen? Naja, wir gehen einfach mal weiter. Wir haben heute Donnerstag, oder? Ich habe keine Ahnung. Und ich habe Dienstag und Mittwoch kein Video hochgeladen. Obwohl ich gesagt habe, meine Damen und Herren, ich möchte diese Woche jeden Tag ein Video hochladen. Hey! Das hat ja wunderbar gut geklappt, ne? Ich bin ein richtiger Vollprofi, was das angeht. Ja, wie kommt das denn? Was habe ich denn da getan, Leute? Ne? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Am Dienstag war das so, dass ich, was war am Dienstag nochmal los? Am Dienstag war ein komischer Tag. Am Dienstag war, ging es mir einfach lange Zeit nicht gut. Ich glaube, es war Dienstag, oder? Ich weiß nicht, da hatte ich so ein bisschen, einen schlechten Tag leider wieder erwischt und, hab den ganzen Morgen, stimmt, nein. Am Dienstag ist meine Tastatur kaputt gegangen, genau. Ich bin... Leute, ich habe am Montag, ne, ganz normal gelebt. So, dann bin ich schlafen gegangen. Dann fahre ich am nächsten Tag meinen PC hoch und die Tastatur geht nicht mehr. Die wird einfach nicht mehr erkannt. Ich weiß nicht, ich habe keine Erklärung dafür, weil das Ding ist halt, ich meine, es ist ja schön und gut, wenn die kaputt geht oder so, okay, aber die ist halt einfach über Nacht kaputt gegangen, als mein PC ausgeschaltet war. Und das persönlich verstehe ich nicht so genau. Ich meine, was genau hat denn dann auf einmal das getriggert, dass die Tastatur kaputt geht? Das sind immer so Dinge, die ich nicht verstehe. Ich meine, wann während der Nacht hat sich die Tastatur gedacht, okay, ich glaube, jetzt funktioniere ich nicht mehr. Vor allen Dingen, die war ja aus, also die war ja nicht an, also der PC war aus, also die Tastatur war ja gar nicht, die war ja gar nicht aktiv oder so. Ich verstehe das nicht, warum macht die sowas, ja? Ich verstehe nicht, warum ich auf diesem Planet bin. Ja, das habe ich auf jeden Fall nicht verstanden, genau. Und, meine Tastatur war kaputt. Das hat mich so ein bisschen rausgenommen, Alter. Das hat mich ein bisschen downgetaked. Tatsächlich, ja, manchmal gibt es so Tage, wisst ihr, wo eine Kleinigkeit reicht und ich komme dann einfach nicht so gut in die Startlöcher des Tages, sage ich einfach mal. Weil,
komme dann einfach nicht so gut in die Startlöcher des Tages, sage ich mal, weil ich einfach dann, weiß ich nicht, so ein bisschen, oh, das nervt mich dann, dann sitze ich hier und dann sitze ich schon mal ein, zwei Stunden und denke mir nur so, Mann, warum und what the fuck und ja, ich bin da halt ein bisschen gedamaged, was die Sache angeht. Wow, wir haben ein Cricket-Set und den Magic Mushroom gerade. Ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein bisschen blöd gelaufen und dann habe ich halt, dann habe ich mir gedacht, okay, what the fuck. Dann bin ich aber relativ schnell nach zwei, drei Stunden dann weitergegangen, habe mir gedacht, okay, what the fuck, ich muss es jetzt lösen. Bin dann losgegangen, einkaufen gewesen, das war dann auch wirklich schön, das Wetter war wirklich toll. Ich bin dann rausgegangen, in Saturn gegangen, der ist halt, keine Ahnung, eine Viertelstunde zu Fuß von mir. Und das hat wirklich gut getan, in der Sonne zu laufen. Dann habe ich mir noch ein Bratwurstbrötchen geholt und dann auch noch zwei belegte, oder ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall habe ich mir dann noch belegte Brötchen beim Bäcker geholt und habe das richtig genossen, ne? Habe mir gedacht, okay, Junge, das ist, du musst halt was frühstücken, bla bla. Du hast jetzt Bock drauf und das habe ich halt richtig genossen. Das ist so eine Sache, die ich mir auf jeden Fall in der letzten Zeit auch gesagt habe, dass ich einfach Dinge, auch wenn ich Dinge mache, ja, und ich meine, belegte Brötchen beim Bäcker holen ist jetzt nicht das allerbeste der Welt, weil das ist ziemlich teuer, aber das waren ziemlich geile Brötchen. Das war so ein Frikadellenbrötchen und so ein Brötchen mit Naturhähnchen. Ja, und also es war so ein belegtes Brötchen halt mit Creme Fraiche oder so und Naturhähnchenschnitzel, also so unpaniert. Einfach so Naturhähnchenfleisch. Das war richtig geil und dazu noch ein belegtes Brötchen mit Frikadelle und Krautsalat. Ich habe mir halt mal richtig gegönnt, ne? Ich wollte eigentlich vorher einfach nur so ein Leberkäsebrötchen, aber das hatten die da nicht. Und dann dachte ich mir, komm, dann gönnst du dir heute mal richtig. Und ja, ich habe mir einfach, beigebracht oder mir gesagt, wenn ich Dinge tue, wie zum Beispiel mir was beim Bäcker holen, auch wenn es teuer ist und so, dann genieße ich das. Weil dann setze ich mich nicht dahin und sage mir, ja, eigentlich hätte ich das ja nicht machen sollen, weil das ist jetzt vielleicht nicht so mega gesund oder das ist viel zu teuer oder so. Nein, wenn ich mich dazu entschließe, mir da was zu holen, dann genieße ich das voll und ganz. Und ich muss wirklich sagen, es war mega nice, es hat richtig, richtig lecker geschmeckt. Und ja, das war ziemlich cool dann. Und dann, ja, war der Tag auch eigentlich wieder geritzt. Mir ging es dann wieder besser. Ich war dann wieder zu Hause irgendwann. Ich bin noch woanders hingegangen, nicht nur zum Saturn, habe noch ein paar Sachen geklärt und so. Der Umzug, der hat halt auch einfach mit sich gebracht, dass man noch einige andere, man hat halt noch viel Papierkram hier und da, was man immer mal wieder machen muss und beziehungsweise wo ich eigentlich ein bisschen mehr machen müsste, aber ja, ich bin jetzt seit zwei Wochen und zwei Tage umgezogen und man muss halt echt noch viel Sachen klären. Ich muss auch bei einigen Stellen, Banken oder so noch meine Adresse ändern. Ich muss noch Versicherungen anrufen und da Sachen ändern und so. Habe ich auch schon. Ich habe jetzt wieder eine neue Versicherung abgeschlossen, ne? Hier Haftpflicht und Hausrat, was man halt so braucht, damit man, ne, wenn man und Unfallversicherung und Krankenversicherung. Ich muss natürlich noch viele Dinge bezahlen und. Also, ne, man hat halt viel zu tun, aber wie gesagt, ich habe es geschafft. Normalerweise, wenn ich so schlechte Tage habe, wo es mir wirklich nicht gut geht und dann auch noch solche Dinge dazukommen, wie zum Beispiel, dass die kaputte Tastatur, ja, so dumm es vielleicht auch klingen mag, weil das ist natürlich eigentlich kein großes Problem, ne? Da sagt man sich, okay, dann gehe ich jetzt in Saturn und kaufe mir eine neue, ist halt ein bisschen doof, weil ich habe kein Geld, aber was muss, das muss, ne? Ich brauche ja eine Tastatur, das ist ja im Grunde sowas wie ein, wie sagt man? Wartet mal ganz kurz, ich musste mir das Auge jucken. Das ist ja sowas wie ein Grundnahrungsmittel, eine Tastatur, ne? Also das braucht man halt. Ich brauche halt eine Tastatur. Was willst du denn von mir? Wie soll ich denn ohne Tastatur klarkommen? Wow. Ja. Okay.
Und das habe ich dann gemacht und ja. Also der Dienstag, der ging dann, ne? Ich habe mich da auf jeden Fall rausgeboxt aus diesem kleinen... Ich habe ein Haar im Mund. Uah. Gibt ja Menschen, die kotzen direkt, wenn sie ein Haar im Mund haben. Meine Oma war so. Wenn meine Oma gegessen hat, da musstest du nur sagen, Haar im Mund, und die hat sich übergeben. Wirklich, das war phänomenal. Haben wir natürlich fast nie gemacht. Ach ja, meine Oma, Ruhe in Frieden, ich liebe dich. Ich liebe dir, Oma, ich liebe dir. Hä? Hallo, warum bin ich so langsam? Ich verstehe nicht, warum ich gerade hier so langsam bin. Oh mein Gott. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich Damage mache. Wobei. Ah, es geht. Tür auf Harz. Alter, bin ich langsam, ey. What the fuck? Ja, meine Oma ist, keine Ahnung, vor schon vielen, vielen Jahren gestorben, aber... ne, solange man die Menschen nicht vergisst und sie im Herzen hat, dann sind sie halt auch nie weg. Deswegen, ich liebe dich, Oma. Du warst eine tolle Frau. Und ja, gut, haben wir es auch geklärt. was wollte ich sagen? Ja, bla bla bla. Genau, das war mein Dienstag. Ne? Deswegen kam halt kein Video. Ich habe dann auch am Dienstag noch gestreamt, wenn ich mich nicht komplett täusche. War zwar ein bisschen scheiße, wegen mir, weil ich da einfach, ich bin da noch ein bisschen schlecht eingestellt, Leute. Wisst ihr, ich spiele momentan viel, wie sagt man, WoW, ne? Wie sagt man, wie heißt das nochmal? Ich spiele momentan viel WoW und ich habe richtig viel Spaß dabei. Und ich habe die schlechte Eigenschaft, mir jetzt immer zu sagen, wisst ihr, ich möchte meine Streaming-Sachen so ein bisschen neu starten. Ich bin ja jetzt neu am Start, ich bin jetzt wieder regelmäßig und ich möchte halt einfach... Ich möchte halt einfach die Dinge spielen und auch streamen, auf die ich Lust habe. Ich habe keine Lust, mir einen Streaming-Kanal aufzubauen um Spiele herum, die ich nur spiele, weil ich, weil sie viele Viewer bringen. Das ist natürlich in irgendeiner Form vielleicht sinnvoller, weil, ey, du hast dann mehr Viewer und kriegst mehr Geld und mehr Donations und, ja, und ich will das Ganze hier ja auch gerne... auf jeden Fall auch so gestalten, dass ich damit ein wenig Geld verdienen kann. Das ist halt nicht der Hauptgrund oder nicht der einzige Grund, aber das ist natürlich ein Mitgrund. Ich meine, ich möchte gerne viel Zeit in das Ganze stecken und ja, wenn du ein bisschen Geld daraus kriegst, dann ja, nicht legalisiert sich das, aber dann ist es halt, ja, dann ist es halt auch natürlicher, oder dann kannst du halt auch einfacher mehr Zeit reinstecken. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Ist halt einfach eine Sache der Logik. In etwas, was rentabel ist, kannst du natürlich mehr Zeit stecken als in etwas, was nicht rentabel ist, weil du dann halt irgendwo anders noch Rentabilität herholen musst. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Rentabilität. Auf jeden Fall musst du dann halt woanders noch das Geld herholen, was fehlt, ne? Indem du halt noch einen zweiten Job annimmst oder so. Aber wie gesagt, da bin ich auch, das ist auch nicht das Problem, ne? Das Geld ist halt auch nicht die allergrößte Sache, die da gerade eine Rolle spielt. Ganz im Gegenteil. Auf kurze Sicht gesehen ist es halt besser, ne? Aber jetzt halt die große Frage, ich bin ein guter Typ, ja, ich bin ein guter Streamer, ich bin da auf jeden Fall, ich denke, dass ich das gut kann und ich bin auch nicht perfekt. Vor allen Dingen, da diese Mindset-Sachen sind einfach noch ein bisschen schwierig. Ich habe den Goldraum noch nicht. Den würde ich gerne erst finden. Wo bin ich eigentlich? Flooded Caves 2, okay. Ja, einfach vom Mindset her bin ich da halt leider noch ein bisschen doof drauf, weil wenn es dann nicht so richtig gut läuft und so, ne, dann bin ich immer so, dann denke ich mir immer so, ach man, nur 20 Zuschauer. Und mein eigener Anspruch ist es aber, ja, und das ist halt der große Punkt, mein eigener Anspruch ist, ich möchte jedes Publikum perfekt bespielen, ja. Es ist mir egal, ob da, also, ich will, dass ich an den Punkt komme, dass es mir egal ist, ob da 5 Leute zugucken oder 500. Ich will einfach mein bestes Tennis spielen. Und das ist momentan noch ein bisschen schwierig, weil ich mir da hin und wieder dann immer wieder so diese Gedanken mache, oh, sind gerade nur 25 Leute da. Warum guckt niemand meine Streams? Hashtag CryMeRiver. Und das ist halt ein bisschen doof, weil, ja, da sind halt 25 Leute, die gerne deinen Stream gucken wollen. Also hör auf zu heulen und mach bitte den besten Stream deines Lebens. Und sowas braucht natürlich auch immer Zeit, sich zu entwickeln. Und jetzt kommt der große Punkt.
Wo ist der Geheimraum? Jetzt kommt der große Punkt. Wenn ich da die Spiele spiele, die ich spielen möchte und dabei Spaß habe und sich dann eine Streaming-Community daraus entwickelt, ja, die da Bock drauf hat, auf mich und auf meine Streams, dann bin ich in der Situation, dass ich sagen kann, Leute, mega geile Scheiße, wir sind hier der Hit der Welt und so weiter und so fort und dann kann man das halt, ja, dann hast du es halt geschafft, ne? Könnte man sagen. Und das ist halt viel verlockender als halt eben, ich brauche doch nur einen Schlüssel, Mann, und ich bin so unfucking fassbar langsam. Das ist halt der Wahnsinn. Ja, dann kann man halt sagen, okay, Leute, dann hat man halt das erreicht, was man erreichen möchte, ne? Klar, ich könnte jetzt die ganze Zeit Nintendo-Spiele spielen mit 100 Viewern oder so, könnte da dann ordentlich Geld mitmachen, oder was heißt ordentlich, natürlich nicht, aber ne, ihr wisst, was ich meine, einfach, da könnte man Geld mitmachen und so. Ich hätte halt mehr Viewer, bla bla. Aber wenn ich das mit den Spielen schaffe, die ich gerne spielen möchte, dann war auch jetzt kein Schlüssel drin. ich wollte gerne einen Schlüssel kaufen. Naja. Ja, dann ist es halt viel besser für mich, ne? Weil dann ist es halt viel zukunftsträchtiger. Naja. Was sind die Spiele, die mir Bock machen momentan? Auf jeden Fall halt WoW, ne? Das kommt halt einfach ein bisschen in der nächsten Zeit. Und aber auch Hearthstone. Also Hearthstone ist auf jeden Fall ein langfristiges Ding. Ich möchte langfristig viel Hearthstone streamen. Und ich möchte aber auch andere Dinge streamen, auf die ich Bock habe. Und da ist halt momentan WoW so eine Sache. Und ich weiß auch noch nicht, wie lange. Also, ich weiß nicht, wie lange ich WoW machen möchte. Vielleicht höre ich in einer Woche auf und sage, ich habe keine Lust mehr. Vielleicht möchte ich aber auch ein... Keine Ahnung, vielleicht werde ich auch probieren, in WoW mir eine aktive Community aufzubauen. Das ist halt immer so die Frage, ne? Ob, ja, inwiefern das halt möglich ist. Ich meine, in... Streaming Deutschland ist natürlich schon durchaus groß, aber auch jetzt noch nicht so mega krass besetzt und ich weiß nicht, ob es in WoW auch so richtig krass schon eine festgesetzte Community gibt. Ich glaube, so einen wirklichen WoW, also ich glaube auch WoW hat durchaus Potenzial, mit einer Community aufbauen zu können, ja. Ich glaube schon, dass es da noch auf jeden Fall ein bisschen Space für mich gibt, ja. Ich glaube, der Markt ist noch nicht übersättigt und voll. Wobei es schon einige größere WoW-Leute gibt, ja. Vor allen Dingen Frauen gibt es bei WoW relativ viel. Bei Hearthstone gibt es ja auch einige Frauen. Entschuldigt bitte. Ich muss, das war mein Wecker und Zeit für ein bisschen Mathe. Ich muss bei meinem Wecker immer Matheaufgabe lösen. 360 geteilt durch 24 minus 4. Das ist relativ einfach. 360, da passt die 24 zehnmal rein, 240, dann bleibt ein Rest von 120, das ist die Hälfte. Ist also eine 15, ja, 360 geteilt durch 24 ist 15 und minus 4 ist natürlich 11. Die Geteiltaufgaben sind immer die einfachsten. immer wenn mein Wecker klingelt und ich die Matheaufgabe lösen muss, mache ich auch so lange auf Überspringen, bis eine Geteiltaufgabe kommt. Weil das einfach die einfachsten sind. Ja, tatsächlich. Es ist halt einfach so, ne? Also was willst du machen? So, gut. Wir haben hier noch nicht viel gefunden, aber passt schon. Aber ich war schon im Goldraum. Okay, also einfach Boss und gib ihm und weiter, weil das ist hier gerade eine relativ scheiß Ebene. What the fuck? Das ist hier gerade eine relativ scheiß Ebene. Ja, aber deswegen auch hier der Appell an euch, ne, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Action im Stream und so weiter, es kann auch sehr gut sein, dass ich in Zukunft auch mal wieder Isaac streame. Ihr müsst da vielleicht dann auch einfach mal vorbeigucken, ja, vorbeigucken, ihr könnt gerne nachfragen, seid dann aber nicht böse oder so, wenn ich sage, ey, wir spielen heute nur WoW oder nur Hearthstone oder nur Hearthstone und WoW. Aber ich könnte mir... Isaac wird halt auch wieder ein bisschen relevanter, wenn Afterbirth Plus rauskommt, ne? Das ist halt auch momentan so ein bisschen... ich bin halt generell am Warten bei Isaac, dass Afterbirth Plus rauskommt, ne? Ich meine, ich hoffe mir, dass dort dann wieder einiges an Action geht, halt mit ganz vielen Mods und so. Da habe ich schon Bock drauf, muss ich ehrlich gestehen, aber... ja, es ist halt momentan einfach noch nicht so wirklich
Es ist halt momentan ein bisschen eingefahren bei Isaac, ne? Wir können hier unsere Videos machen und ich hoffe, dass einige von euch zugucken und Spaß haben. Das würde mich natürlich sehr freuen. Ja, dann ein Gruß hier an der Stelle von mir an euch. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei bei dem Video und bei allen anderen natürlich auch. Ja, und seid dann am Start. Und wie gesagt, ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr jetzt kein WoW Boy seid, ja, und ihr sagt, WoW hat mich jetzt eigentlich nicht so sehr interessiert oder so. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr trotzdem im Stream dabei da vorbeischaut, ne? Ich meine, natürlich, das Spiel, was gespielt wird, ist schon irgendwo ein bisschen wichtig, aber auf der anderen Seite, ja, wir können uns halt im Stream auch immer super unterhalten, ne? Wir können über Sachen reden, über Themen. Wir haben zum Beispiel gestern über Ausbildungen, Schule gesprochen, ja, ist ein beliebtes Thema von mir. Ausbildung, Schule und so weiter. Wir haben viel über Sprachen geredet. Wir hatten da so zwei, drei Türken im Chat, die richtig geile Türkenwitze abgelassen haben. Also, wie gesagt, ne, das sind tatsächlich türkische Mitbürger und also das sind wahrscheinlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie einen deutschen Pass, aber ne, sind halt Türken und die hatten so lustige Witze. Wir haben uns so kaputt gelacht, das war wirklich richtig, richtig schön. Ihr dürft natürlich auch Kartoffelwitze bringen im Stream, ja, wenn ihr irgendwelche guten Witze über Deutsche habt. Ich bin ja tatsächlich witzetechnisch nicht so richtig galant, aber also nicht so bewandert. Ich kann mir die nämlich meistens nicht merken. Alter, warum habe ich eigentlich die ganze Zeit so scheiß Tränen, ey? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich hatte doch gerade schon die... What the fuck is happening, ey? Vor allen Dingen Magnetic Tears und... ich glaube, ein 3-Dollar-Bill habe ich dann oder so. Oder den... doch, 3-Dollar-Bill dürfte das sein. Oh mein Gott, das ist so nervig. Ich hoffe, ich schaffe den Boss hier auf der Ebene. Ich bin mir nämlich gerade nicht hundertprozentig sicher. Es war jetzt sehr, sehr lustig. Und wir waren auch nur 30 Leute im Chat oder so. Aber es war trotzdem dann ein sehr lustiger Stream und ein sehr schöner Stream. Und wie gesagt, ich würde mich halt einfach freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr der Community joint, wenn ihr einfach, ne, mit mir und Maeve ist dann auch meistens dabei, wenn ich WoW spiele und, wenn ihr einfach ein bisschen Zeit mit uns verbringt, wenn ihr Bock habt, ne, mit uns zu quatschen und dabei zu sein. Es macht Spaß, ja? Es macht Spaß. Ich weiß, WoW ist für den einen oder anderen dann nicht so das krasseste Spiel, aber ja, das ist cool. Es macht auch Spaß, ne? Vielleicht mal drauf einlassen und mal vorbeischauen. Müsst ihr natürlich nicht, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben ich gerade habe, aber ja. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt hier einfach rein. Oh mein Gott. Boah, ich mach keinen Damage. So, ich halte jetzt einfach mein Messer hier rein. Ja, nice. Gut. Oh. Wie krass ist es denn? Wow, wie viel... Okay, ich bin nicht tot. Das Problem ist, wir verlieren den Inkubus halt leider wieder, ne? Das ist halt ein bisschen schade. Das macht mich ein bisschen traurig. Okay, was haben wir bekommen? Weiß ich nicht genau. Oh, das sieht auf jeden Fall noch nice. Oh, wir haben Dead Eye. Wir haben das Dead Eye. Nice. Das ist ziemlich cool. Ja. Was ich noch... Ich wollte noch zu Ende erzählen, ne? Also, apropos hier Dienstag kein Video. Mittwoch kam auch kein Video. Warum? Am Mittwoch hatte ich wieder bis, Dienstagabend, ne, ab 20 Uhr am Dienstag hatte ich dann auf einmal wieder kein Internet. Ich muss gleich mal hier bei den Techniker-Service anrufen, die haben mich nämlich heute Morgen versucht zu erreichen. Ich kriege jetzt einen Techniker-Termin, ich habe momentan Internet, ich hoffe, das bleibt auch so, auch wenn der Techniker kommt. Und, ja, es kommt jetzt ein Techniker und der schaut dann, was da los ist und so. Und ich hoffe einfach, dass der mein Internet nicht kaputt macht und ich dann trotzdem wieder Internet habe und auch das dann bleibt. Also, das wäre wirklich sehr schön.
Ja, ich hatte dann am Dienstag wieder kein Internet, ja, es ist, ich weiß nicht warum, ich habe einfach diese Problematik, dass mein Internet hin und wieder einfach abschmiert und dann, keine Ahnung, stundenlang, ja, da war es halt von Dienstag, es war von Dienstag um 20 Uhr ungefähr bis Mittwoch um, ich weiß nicht, 13, 14 Uhr weg. Einfach so weg, ohne, dass ich da, und es gibt halt keine Erklärung, wisst ihr? Es gibt halt keine Erklärung dafür. Und ja, deswegen konnte ich natürlich am Mittwoch kein Video bringen, was auch ein bisschen schade war. Aber es war dann so. Ich habe dann, als ich Internet bekommen habe, relativ schnell angefangen zu streamen und mir gesagt, okay, läuft. Dann streame ich jetzt heute einfach noch ein bisschen. Hab dann auch 6 Stunden gestreamt, war auch mega nice. Und im Nachhinein bin ich ein bisschen, im Nachhinein denke ich mir so, ich hätte einfach weiter streamen sollen. Ich hatte dann aufgehört zu streamen, weil ich mir Essen bestellt habe und mir dachte, ja, ich lasse den Abend jetzt so langsam mal ausklingen oder so. Aber um ehrlich zu sein, wie gesagt, ich habe dann noch bis 6.30 Uhr morgens gespielt. Ach ja. Und genau, ja, und deswegen kam halt am Mittwoch auch kein Video. Deswegen, es tut mir leid, ich gelobe Besserung, ne, ich gelobe Besserung. Ich gelobe auch, dass was anderes kommt. Es kommen auf jeden Fall noch ziemlich coole Pokémon Trading Card Game Videos. Ich habe noch 3 Themendecks hier. Ich habe die 2 neuen Themendecks bekommen, ja, die jetzt mit der neuen Erweiterung von dem Pokémon Trading Card Game kam. Und ich habe auch 2 neue Booster bekommen. Das heißt, ich habe jetzt 4 Booster, die wir mal auspacken können. Also Real-Life-Booster. Ich habe auch noch Booster in-game, die ich mal auspacken muss. Also das wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen kommen. Ich probiere das dann ein bisschen cool zu machen und so. Mal schauen, dass wir das irgendwie alles cool arrangieren. Und ja, das ist auf jeden Fall, ne, so ziemlich nice. Okay, das sieht schon mal ganz cool aus. Wir haben Mini. Oh, wir haben Soymilk. Oh, Fuckometer. Oh, wir machen überhaupt keinen Damage. Oh, wir haben Soymilk mit Tech Point 5. Tech 2. Nicht Point 5. Wir haben Soymilk mit Tech 2, den Sensen und Triple Shot und. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich finde schnell den Boss. Ohne Spaß, das ist, ich habe halt auch kein Orbital, ne? Ja doch, ich habe Mom's Knife. Aber dafür müsste der Gegner ein bisschen in mir spawnen. Ja, das macht er leider nicht. Ja. Yeah, 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 yeah. Wow. Wir machen so viel Damage. Oh, ich hoffe, oh, wir müssen Mams Herz besiegen. Wie sollen wir das denn machen, ey? Wir müssen Mams Herz besiegen, Leute. Ich rast vollkommen ab, ey. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Oh, shit. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ich dürfte relativ viel Leben haben, oder? Ich dürfte relativ viel Leben haben. Ich hatte ja auf der letzten Ebene fast komplett die Leiste voll. Von daher hoffe ich mal das Beste. So, Judgment. Oh, das wollte ich nicht, aber es passt schon. Rote Herzen müssen wir auch noch ein bisschen haben. Ich weiß nicht genau. Wir haben ja die Devil Deals mitgenommen. Das war auf der letzten Ebene, oder? Okay. Das war die Polizei oder so. Ich hoffe, die wollen nicht zu mir. Ich habe nichts getan. Hallo? Ich bin lieb. Ich habe doch nichts getan. Bitte, bitte, bitte tun Sie mir nichts. Hä, war das die Polizei? Das war eine komische Sirene. Ich glaube, sie fahren wieder. Oder das war irgendwie. Keine Ahnung. Hä? Okay. Naja, wie dem auch sei. Ja, das heißt, ich hatte Dienstag einen schlechten Morgen, bla bla, hab mich dann ein bisschen rausgekämpft, hab dann gestreamt und Mittwoch oder Dienstagabend hatte ich dann kein Internet mehr. Oh, dieses Internet, ne, das ist so nervig, ey. Ich hoffe einfach so inständig, dass es jetzt bleibt, bis der Techniker da ist. Oh, die ersten Tage war alles in Ordnung, ne? Die ersten Tage war alles in Ordnung. Okay, hör mal auf. Hallo, trockenes Baby, bitte. Als ob der mich da trifft.
Boah, ich habe ein bisschen Angst, ey. Ich glaube, wir könnten sterben. Wir machen halt keinen Damage, ne? Wir machen halt einfach keinen Damage. Es ist halt unfassbar. Danke. Danke, trockenes Baby. Das sind die Dinge, die wir gerade brauchen. Oh, ich habe Your Shadow. Ich habe trotzdem nur einen Strich Damage. Aber vielleicht... Fuck, ich habe kein Leben, Alter. Okay, wir müssen jetzt hier ein bisschen smart spielen. Oh Mann! Wir haben halt das trockene Baby, ne? Wir müssen halt einfach hoffen, dass wir uns dahinter verstecken können. Und wir die Mom irgendwie downjuken können. Komm, mach auch mal ein bisschen Damage. Ja, 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 ja. Och Mann! Ja, Leute, was soll ich machen, ne? Was soll ich machen? Das, ich möchte den Part jetzt nicht wegschmeißen. Ich hab halt... Das ist halt Missing No, ne? War ganz im Ernst. Was hätte ich hier machen sollen? Oh. Oh, Leco Mio, ey. Leco Mio on the Blanco. Ja, das ist halt immer so ein bisschen unbefriedigend, ne? Wenn du solche Parts dann hochlädst, wo du so früh stirbst. Aber wir haben gut geredet, denke ich. Wir haben alles Wichtige gesagt. Es ist sowieso momentan Isaac, ne? Ich meine, da kommt, wir haben es schon oft gesehen, dass ich gewonnen habe, also ist schon in Ordnung. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Wir sehen uns sehr wahrscheinlich morgen wieder. Ich werde alles daran setzen, dass morgen auch Videos kommen, ein oder zwei, mal gucken. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne im Stream vorbei. Ich werde heute mit Sicherheit viel WoW streamen und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auf Wiedersehen, tschüss!